Klare Linien, dynamisch gezeichnet. Der neue Skoda Superb hat einen überaus gelungenen Auftritt und lässt so manchen viel teureren Mitbewerber barock und verschnörkelt aussehen. Der in dritter Generation neu aufgelegte Superb misst zwar weiterhin 4,85 Meter Länge, hat aber 8 cm mehr Radstand. Und damit setzen sich die positiven Tugenden vor allem im Innenraum fort. Hier steht nämlich ein Raumangebot im XL-Format zur Verfügung, speziell auf der Rückbank, wo man sich fast wie in einer Stretch-Limo fühlt. Auch beim Kofferraumvolumen lässt der 4,85 Meter lange Superb die Konkurrenz alt aussehen. 625 Liter in Grundstellung, beziehungsweise bis zu 1760 Liter bei umgeklappten Rücksitzen stehen zur Verfügung. Das Cockpit ist gefällig schlicht und trotz der vielen Tasten und Knöpfe bleibt nach entsprechender Einarbeitung die Übersichtlichkeit gewahrt. Der im Testwagen verbaute 150 PS 2 Liter TDI Motor stellt die goldene Mitte im Superb Dieselangebot dar. Gut gedämmt, durchzugsstark und sparsam macht der Motor Laune. Wir kamen auf Verbrauchswerte, je nach Etappe, im Schnitt von 5,4 bis 6,5 Liter. Zahlreiche Assistenzsysteme sind verfügbar. Im Test besonders bewährt hat sich der serienmäßige Frontradarassistent, der vor allem auf Autobahnetappen für Komfort und Sicherheit sorgt. Kommt man dem Vordermann zu nahe, wird gewarnt und gegebenenfalls auch automatisch abgebremst. Neben Hightech-Features sind es vor allem die kleinen praktischen analogen Helfer, die bei Skoda Spaß machen. Etwa der Eiskratzer im Tankdeckel, das Regenschirmfach in der Tür oder die Kofferraumbeleuchtung, die als Taschenlampe verwendbar ist. Der günstigste Skoda Superb mit 125 PS TSI-Motor ist ab 26.680 Euro zu kaufen. Der getestete 150 PS TDI mit 6-Gang-Schaltgetriebe startet bei 29.670 Euro. Wer eine große, geräumige Limousine in Top-Verarbeitung und mit sparsamer Dieselmotorisierung sucht, findet im neuen Skoda Superb eine preislich vernünftige und optisch attraktive Wahlmöglichkeit.